Hallo, grüß euch. Wie jedes Jahr um diese Zeit bekommt ihr heuer wieder eine Idee für ein Weihnachtsgebäck von mir. Diesmal sind es typisch österreichische Weihnachtskekse, die Ischler-Törtchen. Das ist ein Doppelkeks, gefüllt mit Marmelade und mit Schokolade überzogen. Obendrauf kann man eine Nuss geben, also ich habe gern Walnusshälften drauf oder gehackte Pistazien oder Mandelblättchen, das variiert. Die Zutaten, die wir dafür brauchen, seht ihr hier. Für den Nussmürbteig nehme ich ein helles Dinkelmehl, gemahlene Nüsse, die mahle ich immer frisch, Mandeln habe ich da, aber man kann auch Walnüsse nehmen, Haselnüsse, was man da was so mag. Etwas Weinsteinbackpulver und getrocknete Vanille gemahlen, Vollrohrzucker, wenn der ein bisschen grobkörniger ist, mahlt ihn am besten in so einer kleinen Mohnmühle oder was. Meiner war eh schon recht fein da. Und dann noch Butter in kleine Würfeln geschnitten. Die kann direkt aus dem Kühlschrank sein, muss aber nicht. Also der Teig verknetet sich leichter, wenn sie schon ein bisschen heraus steht. Er kommt dann eh noch zum Rasten im Kühlschrank danach. Gefüllt werden dann diese Kekse mit einer Marillenmarmelade. Rote Ribiselmarmelade eignet sich auch ganz wunderbar. Ein bisschen säuerlich soll sie halt sein. Dann überzogen werden dann diese Doppelkekse mit einer dunklen Schokolade. Ich habe hier eine 70%ige Zotterschokolade, die Glühbirnchen. Ideal zum Backen, weil sie einfach so schnell schmelzen. Und ein bisschen Butter gebe ich da dazu zur Glasur. Ja, und dann zum Belegen, zur Deko eben so Walnusshälften. Und jetzt gehen wir zur Zubereitung. Wir geben einmal alle Zutaten für den Teig in eine Schüssel. Das Mehl mit dem Weinsteinbackpulver ein bisschen verrühren. Die geriebenen Nüsse, Vollrohrzucker, etwas Vanillepulver und die Butterwürfel. Und jetzt wird es ganz einfach zu einem glatten Teig verknetet. So, und die Teigkugel, die decken wir jetzt zu mit einer Klarsichtfolie oder einem Butterpapier und geben sie für 30 bis 60 Minuten in den Kühlschrank. Gut, dann geht's weiter. Die Teigkugel wird einmal halbiert. Ein bisschen Mehl habe ich da hergerichtet. Ist immer gut, wenn man die Arbeitsfläche bemehlt. Ja, und jetzt wolken wir das aus. Der Teig ist auf etwa 3 mm ausgewogen und jetzt stechen wir aus. Da wird Blech mit Backpapier belegt und da kommen die Kekse drauf. Ah ja, das Backrohr schalten wir auf 175 Grad Ober-Unterhitze und weiter geht's. Falls ihr euch wundert, wegen meinem Handschuh da, ich habe da eine kleine Verbrennung auf meiner Hand und deshalb trage ich da jetzt einen Handschuh. Die Teigreste kneten wir wieder zusammen und rollen die Kugel dann wieder neu aus. Wenn das Blech dann voll ist, geben wir es für ca. 8 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Plus minus eine Minute, weil es ist nicht jeder Ofen gleich. Die Kekse sollen nicht wirklich dunkler werden, also da müsst ihr einfach ein Auge drauf halten. Ich gebe es so auf mittlere Schiene. Also ich habe da jetzt ein zweites Backpapier hergelegt, das befülle ich in der Zwischenzeit. Ich mische die alten Keksreste jetzt zur zweiten Kugelhälfte. So, jetzt kommt das letzte Blech heraus. Und ich lasse das Backrohr gleich offen, weil es soll ein bisschen runterkühlen. Wir werden nämlich jetzt dann die Schokoglühbirnchen hineinstellen bei ca. 70 Grad zum Schmelzen. Die sind jetzt schon ausgekühlt, diese Kekse. Die füllen wir jetzt mit der Marmelade. Einfach einen Keks nehmen. Ist egal, ob Unter- oder Oberseite. Gut, ich sage einmal einen gestrichenen Teelöffel von der Marmelade raufgeben. Zweite Keks draufsetzen. Soll gut bicken bleiben. Die Kekse, die saugen schon noch ein bisschen von der Marmelade auf, also nicht zu sparsam damit umgehen. Jetzt ist es soweit. Jetzt geben wir die Schokoglühbirnchen mit der Butter zusammen in eine Schüssel. Und das tun wir jetzt bei 70 Grad im Ofen. So, jetzt sind wir gleich fertig. Mir sind das jetzt ca. 35 Stück geworden. Ein bisschen habe ich genascht beim Streichen. So, die geschmolzene Schokolade mit der Butter glatt rühren. Und dann können wir schon mit dem letzten Schritt beginnen. Die Kekslern halten wir so ein und dunkeln sie mit dem oberen Teil einfach in die Schokolade ein, etwas abtropfen lassen und aufs Blech oder aufs
Backpapier herlegen. Und zu guter Letzt geben wir noch die Nüsse drauf. Man kann auch gehackte Pistazien als Verzierung nehmen. Das mache ich jetzt bei circa der Hälfte der Kekse. Ja, jetzt lassen wir die Schokoglasur noch gut trocknen. Dann kann man die Kekse in so einer Dose aufbewahren, halten sie Wochen, theoretisch. Und ja, beim Servieren dann auf einen schönen Keksteller geben. Ihr seht, wie appetitlich und schön das ausschaut. Und mit Ischler-Törtchen versprochen hat wirklich jeder Freude. Das genaue Rezept findet ihr wie immer in einem Link in der Videobeschreibung. Ich freue mich sehr über Feedback in den Kommentaren und ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.